Ach nee, ich muss ja hier. Warte mal. Wahrscheinlich funktioniert jetzt wieder nicht. Hat letztes Jahr auch schon nicht funktioniert. Als ich leiser machen wollte und zurückgespult habe. Scheiße, jetzt habe ich einen großen Moment. Ob die Pauken auch elektronisch? Wer redet, ja, ist alles. Nicht tot. Außer die Stimme, das ist ein Mensch gewesen. Ist jetzt ein bisschen Zeitschinderei natürlich, aber... Die Sendung, zu der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, ihre Realitäten miteinander abgleichen, der sogenannte Realitätsabgleich mit dem Tobi und dem Holger. Wir. Dankeschön. Danke. Wir setzen uns ja so selten zusammen, ne? Also Richtig. Eigentlich, das ist das zweite Mal überhaupt in der Geschichte dieser Sendung, dass wir zusammen sitzen und sonst dabei podcasten. Kabeln wir uns immer nur zusammen. Ja, so gut, den Rest Richtig. Da haben wir. Da grillen wir mehr. Genau, da grillen oder frittieren wir mehr. Aber wir podcasten das zweite Mal jetzt vis-à-vis. Wie findest du es dieses Jahr? Du bist ja nur einen Tag hier. Bevor wir einsteigen in die Themen, wollte ich gerne noch eine Ankündigung machen. Ach ja, du wolltest ja noch. Darf ich das? Ja, mach mal. Achtung! Zwar, Achtung, eine Ankündigung. Hier ist Tobi Bayer mit einer Ankündigung. Ich habe keine Jingles. Das ist schade, aber ja. Das war trotzdem schön. Es geht um Folgendes. Und zwar ist ja das Ende des Jahres nah. Das Ende ist nah. Und zum Ende des Jahres wird vielerorts zu Spenden aufgerufen. Und auch das möchte ich mal machen dieses Brauchst Jahr. Brauchst du Geld, Tobias? Das hätte ich jetzt doch sagen können. Ich hätte dir was geliehen. Hast du was? Ich brauche nichts. Aber wir hatten gerade in der Firma Besuch von einer Organisation, die wir als Firma unterstützen. Und das ist die Sternenbrücke. Und der Vortrag war so toll und hat mich so ergriffen, ohne mich so runterzuziehen, dass ich mich spontan dazu entschieden habe, die auch zu unterstützen und auch dort zum Spenden aufzurufen. Also bitte spendet an die Sternenbrücke. Das könnt ihr online unter sternenbrücke.de sogar mit Umlaut. Mit dem Stichwort Realität. Warum? Was machen die denn? Ihr könnt auch an. Du kannst ja jetzt viel erzählen, ja. Da ist das dein eigener Laden. Die Sternenbrücke gehört nicht mir. Nee, das ist ein Kinderhospiz. Das ist ein Ort, wo Kinder, die so krank sind, dass sie wohl nicht wieder gesund werden, hingehen können mit ihren Eltern und ihren Geschwisterkindern, um unterstützt zu werden. Bei Schmerztherapie, bei Musiktherapie, wie auch immer. Und da werden halt alle begleitet. Und ich dachte zuerst, das ist ein Thema, das zieht mich so dermaßen runter. Ich meine, ich habe selber Kinder und die Vorstellung, dass die so krank werden, dass sie sterben werden, ist ganz furchtbar. Und tatsächlich ist es natürlich ein trauriges Thema. Ja. Aber ich war gar nicht so bedrückt nach diesem Vortrag, sondern ich war komplett beeindruckt, weil die das so toll machen. Also da ist so viel Liebe und so viel direkte Ansprache. Und die finanzieren sich aus Spenden? Oder ist es ein ganz normales Krankenhaus, das irgendwie ganz normalen Leistungen zu... Das gibt es erst seit 15 Jahren, glaube ich, ungefähr, ja. Grob geschätzt. Und die finanzieren sich größtenteils über Spenden, wenn ich es richtig verstanden habe. Gegründet von einer Krankenschwester, die dann auch den Vortrag bei uns gemacht hat. Und das war ja ziemlich cool. Aber warum wird das denn nicht wie ein ganz normales Krankenhaus behandelt? Also ich meine... Das Ding ist, es gibt ja Hospize für erwachsene Menschen, für Alte, so wo halt Alte zum Sterben hingehen können. Das gab es aber lange nicht für Kinder und die Frau musste sich halt erstmal ganz schön anstrengen, dass es das überhaupt gibt, dass sie einen Ort dafür bekommt, dass sie da genügend Unterstützung bekommt. Und jetzt gibt es das halt. Wie viel Betten haben die da oder wie viele Plätze, wie viele Kinder versorgen die gleichzeitig? Das ist nicht so, dass alle Kinder die ganze Zeit über da bleiben, wenn ich es jetzt verstanden habe, sondern man kann da auch hinkommen für ein paar Tage und dann wieder gehen und dann immer wiederkommen. Wie viele Betten die haben, weiß ich gar nicht. Ich habe Zahlen gehört, es gibt aktuell grob geschätzt 22.000 Kinder in Deutschland, die eine lebensbedrohliche Krankheit haben. Genau, die
voraussichtlich bald sterben werden. Und im letzten Jahr oder in diesem Jahr sind, glaube ich, 140 Kinder im Hamburger Hospiz der Sternbrücke gestorben. Ja. Können dann da, wie, also wie ist, also bringen die da die Eltern dann unter? Also ist das so hotelartig oder wie stelle ich mir das vor? Die haben Zimmer, wo die Kinder sein können, auch mit so speziellen Betten, wo Jugendliche zum Beispiel dann auch allein aus so einem Bett wieder rauskommen können, mhm. haben sie eigene Betten konstruieren lassen. Dann gibt es Elternzimmer, wo auch Kinder mit Eltern zusammen wohnen können und alle möglichen Zimmer. Die haben ein eigenes Bad, so ein Schwimmbad, wo eben auch Kinder, die sich nicht mehr allein bewegen können, so mit an so einem Kran reingelassen werden können und so. Die haben schon einige coole Sachen. Auch so ein Musiktherapiezimmer mit so einer Harfenliege. Ich saß mal auf so einem Klangtherapiestuhl in so einem Musikgeräteladen, die das hatten. Und das ist halt so ein Stuhl, wo an den Seiten so, es ist ein sehr massiver Holzstuhl, und an den Seiten sind so harfenartige Dinge, so, also Seiten gespannt mit Schalllöchern. Und wenn du dich da reinsetzt, dann konnte man so schaukeln und dann, wenn man da so die Seiten gestrichen hat, brauchst kein Dope mehr, das ist total abgefahren. Und solche Sachen haben sie da alles. Ja. Dann, spendet an die Sternbrücke, Stichwort Realität. Ich nachdem die bei uns in der Firma waren, habe ich mit denen gesprochen und die fanden das voll toll, dass ich die unterstützen wollte mit einem Spendenaufruf und haben gesagt, dann machen wir das mit einem Stichwort, dann kann ich euch nämlich in ein paar Monaten sagen, wie viel denn da zusammengekommen ist unter dem Stichwort Realität. Das heißt, im Zweifelsfall sind wir hinterher die Arschlöcher, weil nur 83 reingekommen sind. Es sind schon mehr drin, weil ich schon gespendet habe mit dem Stichwort. Wobei, ich habe es verbaselt, wenn man über PayPal spendet, dann ist das irgendwie schwierig, da das richtige Stichwort anzugeben. Ich habe das dann, keine Ahnung. Aber immerhin geht es über PayPal. Kommen wir zum Rest der Sendung. Wir reden ja immer über Themen. Es passiert. Ich hatte heute dazu aufgefordert. Also das Publikum hat halt die Wahl. Ne? Also entweder wir reden über diese belanglosen Privatthemen, die wir immer so haben. Ich habe ein sehr lustiges mitgebracht. Also meine Midlife-Crisis ist was wir thematisieren könnten. Zum Beispiel. Dann irgendeine uralte Geschichte, die ich dir noch nicht erzählt zu haben scheine. Ne? Die hat mit Fußballernamen zu tun. Ne? Mir ist nämlich irgendwann mal aufgefallen, dass wenn man vor italienische Fußballernamen, ne? Also fast beliebige italienische Fußballernamen, sagt man italienischen Fußballer? Ancelotti. Wenn du da davor Chicken sagst, ja, dann kriegst du immer ein indisches Gericht. Chicken Ancelotti. Ja. Chicken Balotelli. Ja. Geht mit deutschen Fußballern aus. Sag mal einen beliebigen deutschen Fußballername. Müller. Müllerbräu. Ja, das geht. Ne? Bräu geht sowieso einiges. Bräu kannst du, also bei Deutschen haben wir immer Bräu, aber ich finde Chicken eigentlich lustiger. Aber Ancelotti, weil da auch immer noch so eine Beleidigung mitschwingt. Weißt du, so gegnerische Mannschaft runter. Also Chicken Balotelli ist wieder da. Nee. Ja, das war die alte Geschichte jetzt und wir haben noch so viel Zeit. Sehr schön. Ja, ich hatte dazu aufgefordert, die Seidenstraße zu benutzen, weil alle Themen, die per Seidenstraße hier reinkommen, da sind wir verpflichtet, drüber zu reden. Richtig, es dürfen keine Fragen sein. Warum? Weil sonst irgendjemand merken könnte, dass das auch nur eine Vrindheit ist. Ja, nee, wir sind nicht die Vrindheit, wir sind der Realitätsabgleich. Und das ist die allererste Rohrpost in meinem ganzen Leben, die ich jemals bekommen habe. Vielen Dank. Ich habe hier übrigens dann... Hoffentlich ist sie nicht fehladressiert. Nee, ist das Drehen oder... Also es gibt auch so Klappdeckel, so Schwenkdeckel. Geht das nicht auf. Das Schwarze Scheiße. Ist ein Schwenkdeckel. Schwarz ist ein Schwenkdeckel. Mach du mal. Wo ist er? Ich wusste gleich, dass es falsch ist, wenn ich das Ding administriere. Nee, hier ist er. Da. Ha! Jetzt habe ich den Faden verloren. Dann liest doch mal das Thema vor. Ach du Scheiße. Erste Hilfe. Was wisst ihr noch? Oh, das ist eine Frage. Erste Hilfe. Thema Erste Hilfe. Wir könnten zum Beispiel darüber reden, was wir noch wissen und ob wir helfen würden. Ja, ich würde helfen, obwohl ich nicht mehr ganz so viel weiß, wie ich gerade festgestellt habe. Denn meine Tochter und meine Frau sind, beide Töchter übrigens, sind beim DLRG aktiv. Und eine Freundin von uns, die ist da hyperaktiv. Hyperaktive DLRG-Freundin. würde ich fast, also die macht da sehr, sehr viel. Die ist festangestellt als Motorboot. Sanitätsausbildung gemacht. Und die war jetzt auch mit, im Flüchtlingscamp zu unterstützen. Und so. Also die macht da wirklich, ist da ja, sehr aber was engagiert. Weißt du denn wirklich noch? Also so Rautech-Griff. Ich bin dann mal mit zum Theorieunterricht. Und da war dann Erste Hilfe auf einmal das Thema. Und dann musste ich irgendwie stabile Seitenlage. So überhaupt erstmal prüfen, atmet der Patient noch. Und das habe ich schon mal falsch gemacht. Ja.
beim Prüfen der Atmung muss man eben irgendwie das Ohr so an die Nase, sollen wir mal? Nein. Nee. Das Ohr an die Nase halten und dann Richtung Brustkorb schauen, ob der sich noch hebt und so. Das mhm. habe ich falsch gemacht. Aber hat ja noch geatmet. Ist doch eigentlich aber wirklich im Grunde ein Unding, dass wir nicht alle verpflichtet sind, wenigstens, was weiß ich, alle 3 Jahre mal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Ist doch so. Das könnte man doch, man könnte sowas doch einführen wie so eine allgemeine Dienstpflicht oder so. Ich meine, Wehrpflicht haben wir auch gekonnt. Ja. Dann können wir doch eigentlich auch Erste-Hilfe-Lernpflicht machen. Das ist ja auch so, wenn man einen Führerschein machen will, dann muss man ja einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Das ist nun leider irgendwie jetzt schon 1987 habe ich meinen Führerschein gemacht. Ja. Nee, so alt bin ich noch nicht, aber... Ich dachte immer, du wärst älter als ich. Ich wirke auch so. Nee, ich habe, als wir nach Karkensdorf gezogen sind, da kam so einer von der Johanniter vorbei und hat uns dann da eine Unterstützerschaft abgerungen und hat gesagt, wenn ihr jetzt hier Mitglied werdet und regelmäßig spendet, dann könnt ihr einen Erste-Hilfe-Kurs gratis gewinnen. Machen. Ja. Nee, gratis machen. Ja. So. Aber nur innerhalb des ersten Jahres. Nö, Erste-Hilfe-Kurs. Ah, ich dachte, das wäre so. Sei denn, ja, weiß ich nicht. Ja. Zumindest bei den Johannitern wohl normalerweise nicht. Und dann habe ich es aber in dem ganzen ersten Jahr nicht geschafft, da mal hinzugehen zum Erste-Hilfe-Kurs. Ich einfach zu faul bin. Ja. Das ist Faulheit. Ja, klar, das ist Faulheit. Priorität. Ansonsten würde ich da ja auch hingehen. Stattdessen sitzen wir hier und nehmen Podcast auf. Ja, und würdest du helfen? Da habe ich eine schöne Anekdote. Ja. Also eine Anekdote. Was man ja immer erstmal machen kann, ist andere Leute dazu verpflichten, mitzumachen. Nee, andere Leute anleiten geht auch. Also das, wenn du mal bei so größeren Unfällen, ich bin mal beim größeren Unfall dazu gekommen, ein Freund von mir ist das auch passiert, der hat das auch bestätigt, wenn du eine sehr unübersichtliche Situation hast, also ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen, stehen fast alle hilflos und stocksteif darum, bis jemand hingeht und sagt, fassen Sie mal da hinten an, ziehen Sie das mal weg. Und dann kriegst du da so eine Dynamik rein. Mhm. Also das ist, wenn du der Erste bist, dann kannst du es so machen, dann bist du, ziehst du dich aus der Affäre. Ich hatte mal in der Sekundarschule... Kannst du einen Notruf absetzen? Wie einen Notruf absetzen? Naja, wenn... Zur Hilfe! Ja, so zum Beispiel. Nee, was machst du, Notruf absetzen? 112. Genau, und dann? Wie, und dann? Klönst du erstmal mit dem. Dann klöne ich erstmal mit dem, sag ich, Tach, ich wollte mal fragen, kennst ich mach Podcast. Kennst du schon den Witz mit dem Chicken, Ancelotti? Genau. Kommt Notarzt an Unfallort. Ja, nee, ich sag dann hier, Unfall, hilflose Person, lalala. So, und wenn die wissen wollen, wie ich heiße, sag ich denen, wie ich heiße. Ja. Ja. Und wo, wäre noch ganz hilfreich. Ja, natürlich. Also da gab es ja diese W-Fragen, ne? Was, wann, wo, ja, wer, wie viele Tote. Wie viele, genau. Ja, brauch nicht mehr. Als ich in Sekundarstufe 1 war, ich weiß nicht mehr, welche Klasse das war, da ist gerade AIDS über die Welt hereingebrochen. Und alle waren halt sehr verunsichert und keiner wusste sogar, was man machen soll und so. Und es hieß zwar immer, nein, das ist über Speichel, überträgt sich das nicht. Wenn du keine offenen Wunden hast, kannst du auch in Blut eines HIV-Positiven greifen. Aber das hat halt damals niemand so richtig glauben wollen, weil das alles so, ne, das war so ein sehr, sehr, es hieß damals sogar noch Schwulenseuche. Also, so lange ist das her, das ist unglaublich. Ja. Und da hatte ich einen Englischlehrer, der Herr Kessler. Der Herr Kessler war so ein, der kam aus Duisburg oder aus Essen und war so ein ganz bodenständigen, ne? Und dann war dann auch so Diskussion im Englischunterricht, ging dann auch so über AIDS und Erste Hilfe, bla. Und alle so, ne, wir sind ja dann, so, man ist ja dann so in der Pubertät und will dann ja besonders sein und sich irgendwie abheben und ein guter Mensch sein. Alle haben so gesagt, so, ja, nee, klar, wenn da einer liegt, dann natürlich helfe ich dem und so. Dann hat der Kessler vorgeschlagen gesagt, ihr labert doch alle nur. Ja, wenn da draußen einer im Verrecken liegt, im Bluten, da packe ich den doch nicht an, da habe ich doch viel zu viel Schiss vor. Und ich sag lieber, dass ich den jetzt nicht anpacke und pack den hinterher doch an, als dass ich jetzt sage, ich packe den an und pack den hinterher nicht an. Der war ein bisschen seltsam, der Kessler. Kurz danach ist er rausgerannt, weil wir hatten so ein Schulzentrum, so Hauptschule, Realschule, Gymnasium in so einem großen, mehrere Gebäudekomplex. Und dann saßen so ein paar Hauptschüler bei uns auf dem Schulhof, hatten irgendwie blau gemacht, Freistunde, weiß der Geil was. Und dann ist er dann rausgerannt, um denen zu sagen, verpisst euch hier, ihr habt hier nichts zu suchen, geht dahin, wo ihr herkommt. Der war sich der war immer so der Meinung, wir hier auf dem Gymnasium, wir sind die Elite, die sollen da mal weg. Das war echt krass. Das ist so meine erste Hilfegeschichte. Ja. Magst du die Kapsel mal einfach wieder da oben reinschmeißen? Und dann? Dann geht die zurück. Echt? Ja, da ist irgendwie Magic drin. Magic, ich hab die Tage einen Man in the Middle. Nee, da passiert gar nichts. Warum nicht? Das ist stecken geblieben. Jetzt kriegen wir nie wieder Post, das ist auch gut. Aber da müsste das nicht, eigentlich haben wir irgendwas falsch gemacht. Ich glaub, der hat gesagt, wir müssen das einfach nur da reinwerfen. Irgendwas drücken. Hallo, die hören uns. Hallo Seidenstraße, wir haben da jetzt eine Tube. Hallo Seidenstraße, saug mal ab. Genau.
Den Sauger bitte. Das saugt und bläst Tupfer. Der Seidenmann. Wo Mutti, nee, sonst wo nur blasen, DHL nur saugen kann. Wo DHL was? DHL Sachswitz. Aber, ja. Hat nicht geklappt. Nee, nicht so richtig, zündet hier nicht so. Nee. So Spaßbremsen alles. Ja. Gut, sollen wir es aufhören? Ach ja, genau, wir hatten Bier. Ja. Bräu. BND. Ich habe ganz viel Bier geschenkt gekriegt. Wir haben, ja genau, du hast BND-Bräu mitgebracht. Schwarz, braun, undurchsichtig. BND-Bräu. Passt. Kommt da jetzt was oder geht da jetzt was? Jetzt machen die da. Das ist, klingt komisch. Hoffentlich ist es auf der Aufnahme drauf. Wenn nicht, dann klingen wir halt komisch. Macht nichts. Ich kann es auch nach. Nein, kannst du nicht. Obwohl nicht schlecht. Ich mach das mal auf, ne? Mach mal. So, wir haben ein helles und ein dunkles Bier in dem. Es schäumt nicht. Tobias, das schäumt nicht. Ich hätte sonst die Dose benutzen können. Wir können uns aber jetzt nicht hier volllaufen lassen. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Du warst letztes Jahr besoffen. Ich war nicht besoffen. Ich bin schon besoffen gekommen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich... Ich habe eben beim Puerto Partuda Podcast, die haben... Schwarz-braun, undurchsichtig. Aber es sind unterschiedliche Farben, oder? Ja. Sind das unterschiedliche Chargen? Ein helles oder ein dunkles? Ein helles und ein dunkles. Möchtest du helles oder dunkel? Ich probiere jetzt erstmal hier dran und dann können wir tauschen. Zum Wohl. Cheerio. Will einer ein Bier von euch? Ein Bierchen? Wir haben hier. Bierchen? Keiner will Bier. Was ist mit euch? Ihr wartet auf die nächste Sendung. Nee, ihr wollt gar nicht hier kommen. Ihr wollt Sitzplätze für hinterher Landbuch-Netzpolitik bauen. Die fetten Schweine. Nee, was hat Markus eben gesagt? Was? Die Schwergewichte. Die Schwergewichte, ja. Ich weiß, wo der wohnt. Das ist nämlich Tim und nicht wir. Aber macht nichts. Du weißt, wo der wohnt? Mein Schmatzgeräusch klingt komisch, so mit der Rückkopplung, ne? Mit Hai. Schmatz. Hui. Das ist jetzt aber, das ist ein Porter? Porter mache ich ja nicht so. Die Seitenstraße hat eben gegurgelt. Mhm. Ich glaube, wir haben sie kaputt. Gleich ein Schwall Wasser raus. Nächstes Jahr machen wir das. Nächstes Jahr nehme ich einen Gartenhäcksler mit. Dann machen wir hier so Obst, einen Gartenhäcksler, irgendwie Palette Obst und dann... Habe ich mal gesehen, hat Knorkato haben das mal gemacht. So eine verrückte Band aus Berlin. Mhm. Und mit denen hast du mal den Eisbär auf. Oh, das ist schön. Das ist ein Ale. Ich bleib beim Ale. Magst du Porter? Ich mag auch. Ja. Wobei, das ist jetzt ist aber, da hast du jetzt aber dann auch echt Pech gehabt. Ein leckeres Dunkelbier. Wer mag von euch den Porter? Hier hast du einen Porter. Sollst ja auch nicht leben wie Podcaster. So, das blinkt aber, was? Es blinkt. Das Blinken lasse ich drin. Tobi, mach mal ein bisschen Zug rein, die langweilen sich. Soll ich vorlesen? Guck mal, die müssen noch, die müssen. Soll ich vorlesen? Ja, nicht, dass jemand bitte. Einschläft. Rumtopf. Rumtopf? Ich habe ein Rumtopf-Geschenk gekriegt. Echt? Hm? Rumtopf? Habe ich aber noch nicht angepackt. So, Obst mit Rum, oder? Genau. Nee, nicht. Rum mit Obst. Also, du nimmst halt Rum. Boah, ganz viel Rum. Dann nimmst du Obst. Muss ich immer nur an Michel von Lönneberger denken. Der Schüssel? Nee, der hat auch hinterher das Obst gegessen. Nee, die Schweine haben das Obst gegessen. Das weiß ich nicht mehr. Mein Vater hat erzählt, die haben immer in Schnaps getunktes Brot den Hühnern gegeben früher. Damit die Eier bloß damit nicht die werden. Eiern. Ich habe jedenfalls einen Rumtopf geschenkt. Ich habe ihn aber noch nicht angepackt. Der steht jetzt im Zimmer, im Hotelzimmer. Ein selbstgemachter Rumtopf, so ein Gläschen. Ich trinke ja gar keinen Alkohol. Ich weiß. Willst du noch ein Bier? Ja. Aber wir haben, ist das noch von dem Ale oder soll ich mal ein anderes aufmachen? Mach so, ich habe hier noch Festbier. Das ist alles so interessant. Ja, das kann man, kauen. Gar nicht alles probieren. Festmeter Bier. Und hier haben wir noch Huppendorfer. Das sieht aber so nach Weihnachten Huppendorfer aus. Weihnachtsfestbier. Ja, aber das sieht interessant aus. Hier. Das sieht interessant aus. Ja, das kann ich auch alleine auch. Ist er Vollbier. Hübsch? Er sieht interessant aus. Lindenbräu Vollbier. Bräu, siehst du? Heißt hier jemand Linden mit Nachnamen? Nikolas Linden. Jedenfalls habe ich Rumtopfgeschenk gekriegt. Im Austausch für ein mit den Zähnen, du warst. Nein, ich wollte nur dicht am Mikrofon haben. Ach so, ich dachte, du wolltest. Ich hätte auch an dein Mikro gehen können, aber ich dachte. Ja, aber wenn das im richtigen Winkel gemacht hätte, hätte das ausgehen, als wenn hätte ich das dich Bier hier mitten mit in der Sendung bespritze, ist auch wie komisch. Ja. Och. Gut. So. Ja, Prost. Den Rumtopf habe ich im Austausch für eine Eintrittskarte hier hingekriegt, weil ich kaufe ja immer zwei Tickets für den Kongress. Mhm. Und eins davon verschenke ich. Achso, nicht das Thema Rumtopf, sondern den Rumtopf, den du geschenkt bekommen hast. Genau, den habe ich im Austausch für dieses Ticket bekommen. Das ist doch mal nett. Ja, das ist nett, das stimmt. Im Vergleich zum Porter schmeckt das jetzt übrigens ziemlich dünn. Ja, das liegt daran, dass Porter eher dick ist. Ja. Dann gib mir das mal. Sowas aber auch. Nee, Rumtopf, ich konsumiere das nicht. Also wirklich nicht. Rumtopf, ich wüsste nicht.
Meine Mutter hat früher mal einen gemacht, als ich noch Kind war. Genau, so, das waren immer so Steinguttöpfe, die in der Küche gestanden haben. Genau. Ja. Nee, im Keller stand der, weil der so schön kühl war. Ah. Nee, bei meiner Mutter stand in der Küche, aber ich habe ich auch noch nicht. Ich auch nicht das ist ja so ein bisschen wie Bohle, ne? So wie Bohle einfrieren. So wenn du Rumtopf mit Sekt aufgießt, ist wahrscheinlich Bohle. Ja, ich dachte eher, das ist so von der Haltbarkeit her und sowas, ist das praktisch wie so eine Bohle, die du eingekochte Bohle, so ein bisschen. Genau, Bohle. Aber langsam. Sowas macht man überhaupt nicht mehr, oder? Kennst Rumtopf du das? Ist, ja, das ist so. Rumtopf, Bohle ist auch. Bohle habe ich letztens noch irgendwo gesehen. Käseigel. Mettigel. Letztens war ich auf einer Party. Da waren so, grob geschätzt, irgendwie 12 Pfund Hack. Geil. Und es gab auch Zwiebeln. Ich hätte beinahe dann einen Mettigel aus 12 Pfund Hack gebaut. Aber warum hast du das nicht? Das wollten die nicht. Das mochten die nicht. Warum hast du gefragt? Ist das für uns? Schon wieder. Donnerwetter. Ein Rumtopf war ja auch nicht besonders. Ich finde das so klasse, wie da oben die Lämpchen immer so leuchten. Dieser Rumtopf war nicht besonders ergiebig. Willst du wieder? Welcher? Vielleicht ist ja, dein. Mach ich. Wenn du was so vorliest, ist es ergiebig. Haben wir hier, schmeiß doch mal ab. Achso, es ab. Geht ja. Ich weiß ja jetzt, dass es geht. So, das nächste Thema, über das wir unsere Realitäten miteinander abzugleichen haben. Podcast mit Aufstehen hier. Ich hatte heute mehrfach, warte mal, hier, wenn du stehst gerade, Tobi, lass uns mal fachgerecht entsorgen, bitte. Immer werde ich zum Müll wegbringen geschickt. Das sieht interessant aus hier. Ja. Lauter ICs, aber nichts blinkt. Warum? Batterie ist alle. Ha. Heute habe ich schon mehrfach folgenden Dialog über mich ergehen lassen müssen. Och, Lemmy Kilmister ist tot. Ja. Wer? Du kennst? Na, ich kenne den, aber Menschen, mit denen ich heute sprach, kannten den zum Teil nicht. Ach. Daraus habe ich dann abgeleitet, dass ich vergleichsweise alt bin. Hast du übrigens die Apothekenumschau-Werbung mitgekriegt? Nee. Großartig. Also ist halt blöde Werbung für den Twitter-Account der Apothekenumschau, bla bla. Ja. Und irgendwie ist es total evil. Aber was die gemacht haben, sorry, aber der Spruch ist echt nicht schlecht. Also, Tweete von der Apothekenumschau. Lemmy Kilmister ist tot. Er hat immer genau das Gegenteil von dem getan, was die Apothekenumschau empfohlen hat. Ist trotzdem 70 Jahre alt geworden. Dafür liebten wir ihn. Nee, ich liebe die Apothekenumschau nicht. Das ist aber das, was ich, wenn ich sage, Werbung ist immer schlecht. Und manchmal ist, also Werbung ist immer schlecht gemeint, aber manchmal gut gemacht. Das ist so ein Fall, wo ich denke, okay, das ist zwar Werbung und sie ist schlecht gemeint, weil die wollen Apothekenumschau wollen, aber gut gemacht. Ja, klar. Da fällt mir ein. Ist aber auch einfach. Apothekenumschau, da fällt mir ein, ich habe Medizin dabei. Wer dann da singt, I don't wanna live forever, der stirbt halt auch. Ich habe Medizin dabei. Mann. Guck mal hier, ich habe dir hier, das ist ein homöopathisches Präparat. Habe ich auch bekommen. Was ich in Form von Streu bekommen habe. Normalerweise nehme ich ja immer Imbecilium D200 zu mir. Das macht schlau. Aha. Hier habe ich jetzt Dubium in C30. In C30 Potenzierung heißt es. Ja, und ist das hochpotenziert oder niedrig potenziert? Naja, das ist 30 mal ein Tropfen in was? Wie viel? Ein Tropfen auf 10 Liter und das 30 also da Mal. Ne? Viel, ist da jetzt viel Zweifel drin oder wenig Zweifel? Da ist kein Zweifel drin. Das ist der Witz an der Sache. Ja? Aber wir tun so, als wäre es voller Zweifel. Aha. Wollt ihr Zweifel? Ja! Ja! Jetzt schmeißt dann, der Holger genau. Mit Zweifel. Ich wollte das immer schon mal machen, so füllhornartig. Zweifelt! Zweifelt! Oh Gott. So, für die Leute, die jetzt. Ich brauche ein Füllhorn. Wo ist Ahoi Poloi? Ich brauche ein Füllhorn. Oh. Es geht um kleine Zuckertütchen. Kleine ich mein, Zuckertütchen. Das ist das Gleiche, was in homöopathischen Kügelchen drin ist, nämlich Zucker. Aber in Gerieben. Ja, nicht gekugelt. Genau. Wir waren noch nicht mit Lemmy Kilmister fertig. Nee, habe ich noch nie live gesehen. Ich habe ihn heute Morgen, ich habe es heute Morgen gelesen. Ich habe nicht mal mitbekommen, dass er krank war. Er wusste es ja selber erst seit drei Tage Krebs tot. Das Beste, was dir passieren kann. Und das oder? Im Jahr von, wenn du 70 Jahre alt wirst, dein ganzes Leben lang nur gesoffen hast. Perfekt, absolut. Ja, so will ich abtreten. Kann man eigentlich. Ja. Gott, jetzt geht's aber los. Klingt. Da ist noch eins, ne? Ich war tatsächlich in meiner Jugend ein großer Motorhead-Fan. Ich hatte eine vollständige Plattensammlung, Schallplattensammlung von Motorhead bis 1994 oder so. Alle Platten, die danach kamen, habe ich mir nicht mehr gekauft, aber wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass sie immer noch Studio haben. Ja, Motorhead waren super, aber vor allen Dingen die alten Sachen. Bei mir und Depeche Mode ist das so. Irgendwann hörte das halt auf, mich noch irgendwie anzureizen, noch weitere Platten zu kaufen, weil die halt dann doch alle gleich kriegen. Die Musik ist ja nun auch nicht besonders variantenreich. Aber trotzdem kann man sie lieben. Und ich habe sie geliebt und ich habe ihn live gesehen. Allerdings war das schon 1992 oder so und da war er halt schon richtig fett. Also es gibt noch Bilder von ihm, wo er noch nicht fett war. Aber Lemmy irgendwie 1992 auf der Bühne zu sehen, war eigentlich eher deprimierend, weil er halt
da nur noch stehen konnte. Er war immer noch laut, hat immer noch geschrien. Wollte auch immer die lauteste Band der Welt sein. Everything louder than everything else. Es hat mich getroffen. Ich war erschüttert heute Morgen. Nee, so ist das wenn ich jemanden persönlich nicht kenne, dann trifft es mich eigentlich eher weniger. Außer es ist so ein ganz großer Denker, was weiß ich. Ja, den kannte ich jetzt persönlich, da ist es dann auch wieder was anderes. Ja. Aber ich hab nur Motorhead, also das ist ja überhaupt nicht meine Musik. Hat er nicht aber zwei? ich hab die mal wahrgenommen. Ah. Was? Das saust es schon wieder. Dann kann ich auch gleich stehen bleiben. Es gibt so eine ganz, ganz legendäre frühe Popmusiksendung im deutschen Fernsehen. Musikladen Eurotops mit Manfred Sechsauer. Der heißt wirklich Sechsauer. Und da gab es auch noch keine Musikvideos und sowas. Und dann kamen die Bands dann halt ins Studio, haben da gespielt und dann gab es so Tanzkomparsen. Mhm. Ja, es sind irgendwie so mehrere Kameraeinstellungen gehabt. Die Band war auf der Bühne, hat gespielt und die Tanzkomparsen haben getanzt, wie es sich so gehört. Und dann kündigt Manfred Sechsauer an, eine junge Gruppe aus England. Ihr Name ist Motorhead und ihr Lied, ihr Song, sie spielen den Ace Song of Ace of Spades. Und dann Lemmy, weißt du, in Jung. Und die Tanzkomparsen, das Bild von den Tanzkomparsen, das war so großartig, die wussten nicht, was sie machen sollen. Du hast da wirklich so 30 Komparsen gehabt mit einem riesigen Fragezeichen, die irgendwie versucht haben, sich zu bewegen, weil sie eigentlich sowas wie ABBA und Bonnie M. gewohnt waren. Ja, das Washington war noch nicht bekannt. Nee. Hatten die wenigstens lange Haare? Ja, das waren meistens Frauen. Die hatten ja dann auch kennst du das echt nicht? Kennt von euch noch irgendjemand Musikladen Eurotops mit diesen Frauen mit den großen Brüsten? Und das war alles so absurd. Das war halt so ein 70er-Jahre sexuelle Befreiung-Ding irgendwie. Da konntest du sowas im Fernsehen bringen. Die haben dann halt eben diese Bands auf der Bühne gehabt, die haben gespielt, die Tanzkomparsen haben getanzt. Und dann haben sie immer so Zwischenschnitte gemacht, damit es irgendwie ein bisschen aufgelockert aussieht. Und das waren dann entweder so psychedelische Frames um die Komparsen oder die Bands rum oder halt Umschnitte auf großbusige Blondinen, also wirklich enorm busige Blondinen, die dann so breite Hosenträger mit so Stars and Stripes hatten, also breite Stars and Stripes Hosenträger, die über die Nippel so drüber gingen, weil das war dann doch ein bisschen zu viel fürs Fernsehen und haben sich dann einen abgehaut. Das war wirklich sehr seltsam. Eine Fernpost, eine Rohrpost, eine total geiles Meldung Ding. Ja, das Beste, lauter Vrindaufkleber. Ja, das Beste ist, irgendjemand hat Vrindaufkleber gemacht. Der hat also zu jeder Sendereihe die Grafik ausgedruckt und daraus Aufkleber produziert. Aber was ist denn Vrind Sportunterricht? Genau, da sind drei Fnords. Da sind drei Fnords drin in diesem Ding. Ja? Also denkst du so, hier, Holger ruft an, kennen wir ja, Realitätsabgleich zur Person. Mhm. Und dann gucke ich so, Vrind Sportunterricht. Interessanterweise ist genau das, und ich hätte es im Leben nicht so genannt, aber interessanterweise habe ich auf der Liste stehen als nächste Reihe, die ich anfangen wollte, so ein Sport, Fitness, Gesundheit, Schwachsinn, weißt du, einfach weil da gibt es so unglaublich viel. Und dann gibt es noch eine dabei, warte mal, ich weiß nicht, ob ich die finde, natürlich nicht. Schade, ich finde den Aufkleber. Also es gibt drei Fnords, also drei Sendungen, die nicht existieren, sind darunter gemischt worden. Ich habe ja zur Person, zum Thema und dann gibt es noch was zur Technik. Und das ist ein zweilagiger Fnord und das in den Farben von CRE. Das ist hübsch hier übrigens. Und das Beste, was überhaupt drin ist, und doch, da ist es. Du musst es vorlesen, Tobi. Es ist groß, also es ist wirklich das. Ich habe Tränen gelacht, so bin Kannst ich noch nie Intro betrollt worden. Das ist echt herrlich. Kannst du jetzt das Intro anmachen? Das würde aber zu lange dauern. Vrind, das Quiz. Ja. Jetzt und bewerben. In der Ecke Vrind, das Quiz und in der Ecke so ein roter Streifen, jetzt bewerben, Ausrufungszeichen. Es gibt diese Sendung nicht und ich habe nicht. Ich checke irgendwie seit gestern minütlich meine Mails. Mail@vrind.de. Jetzt bewerben. Und abgesehen davon, dass ich dieses Sportding sowieso schon interessant fand, nehme ich das jetzt zum Anlass, eine Quiz-Sendung zu designen. Mit Sportfragen. Ja? Ja, ich dachte mir, warum denn eigentlich nicht? Das ist doch irgendwie total cool. Ich meine, die machen doch alle weißt du, im Fernsehen so Jörg Pilawa und so. Verlierst du langsam einen Überblick? Ja, ich habe jetzt... So, jetzt gebe ich dir aber zurück hier. Saug. Saug, Seidenstraße. Saug. Mach. Saug. Saug nicht. Nee, ich meine, gibt doch überall Quiz-Sendungen. Im Radio gibt es Quiz-Sendungen, im Fernsehen gibt es Quiz-Sendungen. Warum soll es nicht auch mal eine Podcast-Quiz-Sendung geben? Also da mache ich mir mal ordentlich Gedanken, wenn ich mal zwei Tage Muße habe. Um da mal einen Ansatz zu finden, der ein bisschen anders ist als das, was Jörg Pilawa den ganzen Tag macht. Würdest du dir nachträglich eine Jörg Pilawa-Sendung angucken? Oder irgendwie Wer wird Millionär? So
Ich würde mir das noch nicht mal aufgezeichnet. Die sind ja eh alle aufgezeichnet. Also wenn ich live, also ja gut, die live sind die live. Eh alle, die sind alle aufgezeichnet, aber wenn ich zur Sendezeit auf Wer wird Millionär komme, dann bleibe ich da manchmal hängen, weil es irgendwie dann doch witzig ist. Ich mag das Format, ich mag Quiz-Sendungen eigentlich. Ja, so, aber ich sitze dann immer da und denke, Wiederholung würde ich mir, glaube ich, echt nicht angucken. Ich kann halt den Jauch nicht sehen, das macht echt keinen Spaß. Und dann hat irgendwie, dann habe ich dann vertwittert, dann schrieb noch irgendeiner, hat dann noch ein bisschen rumdesignt zu Hause. Vrind, die Orgie. Jetzt bewerben. Ja. Und ein ganz tolles Ding, das hat auch einer gebastelt, was ich wirklich schön finde in Rot. Holger schnauzt an. Das ist doch not safe for work. Ich werde das machen. Warum denn nicht? Da kann man doch mal irgendwie... Wildfremde Leute anrufen und anschnauzen. Nee, das ist so ein Geschäftsmodell. Weißt du, so, ja, hier, 090-Nummer, Holger auch, schnauzt an. War da auch rufst jetzt du an, kriegst du einen von Latz. Super. Jetzt bewerben. Nee, aber da kann man doch... Also das mit dem Quiz mache ich wirklich. Also das wäre doch schön, wenn nicht. Und das kann man dann vielleicht auch mal irgendwie in so einem Publikumskontext. Also ich denke das mal durch. Vielleicht geht das irgendwann rinnt das Quiz. Live geht's bestimmt. Und, oh, gibt's... Ach, ihr wart das? Das ist cool. Geil. Was soll ich denn mit so vielen Aufklebern? Ich nehme welche mit. Du nimmst welche, das ist nett. Ich finde Aufkleber immer toll. Ja, aber Holger schnauzt an ist doch eigentlich auch was man so, weiß ich nicht. So, du hast gesagt, wir müssen drüber reden, über die Themen, die ja, hier reinkommen. Zwingend. Und deswegen, ich habe hier schon wieder eine große Anzahl von Themen. Gar nicht. Aber hier noch eins. Der neue Bond-Film in Klammern, der mit den Lichtschwertern. Den habe ich beide noch nicht gesehen. Du hast Spectre noch nicht gesehen, du bist doch großer Bond-Fan. Ich bin ein großer Bond-Fan. Oder ist das nicht der neue Bond? Doch, das ist der neue Bond. Aber ich habe es noch nicht geschafft, ins Kino zu gehen, um den Bond-Film anzugucken. Und dann war ich jetzt, man hört es ja noch ein bisschen, ich bin ein bisschen erkältet. Also ich habe irgendwie ordentlich heftig... Ich dachte, das kommt vom Kiffen. Nee. Heftig Bronchitis und Nase zu und so gehabt. Und hatte dann, weiß gar nicht, am 25. dachte ich, oh, das ist so langweilig gerade hier, ich gehe ins Kino. Und sagte meine Mutter, willst du mit dem Husten wirklich ins Kino? Und ich habe alle 10 Minuten so ein Ding losgelassen. Und dann habe ich mich entschlossen, nicht ins Kino zu gehen. Das ist total asozial, als ich dann die Ecke umgesessen. Außer du nimmst noch eine Tüte Fischbrötchen mit. Das ist nicht ganz so schlimm. Du kannst auch lecker Mettbrötchen essen mit Zwiebeln. Und dann das Kino. Müffelt nicht ganz so wie der Fisch. Also schön so Matjesbrötchen, so fiese Matjesbrötchen von der Nordsee. Am besten noch so eine Nordsee-Tüte. Und dann jedes Mal, wenn du Hunger hast, greifst du da so rein. Letztens in der Bahn hatte ich im ersten Wagen Whopper und dann bin ich weitergegangen. Im nächsten Wagen war Leberwurst und dann konnte ich mich nicht entscheiden, was ist das. Da wusstest du nicht, wo du dein Ei essen sollst. Nee. Genau. Nee, beide nicht gesehen. Hast du die gesehen? Nee. Morgen gucken wir den mit den Lichtschwertern. Star Wars. Nummer 7. Episode 7. Angeblich soll das ja der beste Star Wars aller Zeiten sein. Ich habe schon alle Meinungen dazu gehört. Das ist irgendwie Wertung 5 von 10, habe ich gelesen. Total bescheuert, habe ich gelesen. Kann man sich sparen. Und andere fanden es total super. Ich gehe da relativ unvoreingenommen rein. Ich habe jetzt mit den Kindern auch die Episoden 1 bis 6 nochmal durchgeguckt. Ja. Und am Stück oder in dieser ich habe rausgefunden, wie es eigentlich arrangiert sein sollte. Machete-Order. Eigentlich bin ich großer Anhänger der Machete-Order. 4, 5, 2, 3, 6. Das ist die richtige Reihenfolge, meiner Ansicht nach. 4, 5, damit hat sie angefangen. Damit sind wir groß geworden. Und dann quasi, bevor man den sechsten Teil guckt, den Flashback zu Episode 2 und 3. Also du meinst vor Rückkehr der Jedi-Ritter? Vor Rückkehr der Jedi-Ritter guckt man noch Episode 2 und 3. Das ist dann das, wo... Ach so, ja klar, weil sie dann Obi-Wan... Nee. Sie wissen dann, dass Darth Vader der Vater ist. Ja. Oh, scheiße, Spoiler. Ich hab's noch nicht gesehen. Wer hätte gedacht, dass Darth Vader... Ich wollte es nicht verraten, aber Darth Vader ist tatsächlich der Vater von Luke und Leia. Ja. Scheiße. Episode 7 kann ich nicht spoilern, habe ich noch nicht gesehen. Und wer mich spoilert, einer hat mir übrigens... Weiß hier jemand, was in Episode 7 das Ding ist, was man nicht sagen sollte, weil das alle total abfuckt? Ich weiß auch, dass das Ding ist. Und da vorne steht ein Mikrofon. Die Person ist auch schon... Stell sich mal einer hin. Und sag und spoiler mal Star Wars 7 bitte irgendjemand. Ja. Ach ihr Schisser, dann sagt's mir, schreibt's mir auf den Zettel, dann gehe ich dahin. Ich habe hier ein Mikrofon schon. Hier. Ach, das sind alles so Spaß. Nee, das machen Bremsen. Wir nicht. Ich finde Spoilern ist scheiße. Wir können auch weghören. Sachen spoilern, die also? Sachen, die seit 100 Jahren bekannt sind. Hier steht jemand? Ja, das ist schön, aber du spoilerst nicht. Es ist eigentlich genau das gleiche, nur mit einer Frau. Hier, komm, hast dir ein Bier verdient. Möchtest du ein Huppendorfer? Möchtest du ein Festbier? Ich habe nichts gehört. Oder ein was? Ich habe nicht gehört, das ist das gleiche. Ein Pale Ale. Mit einer Frau. Die hab ich persönlich geschenkt gekriegt. Die kann ich nicht so weiter. Also, ach komm, dann nimm doch. Nein, warte mal. Ratsherrn ist. Das ist ein Pale Ale.
Siehst du, das haben wir schon angesoffen. Das ist praktisch gewidmet. Ich habe mich gerade, ich muss wenigstens hier draus mit trinken, sonst kriege ich hinterher wieder meiner Erkältung. Genau. Viel Spaß. Aber wo ich Pale Ale sagte, jetzt trinken wir das hier mal. Das ist IPA. Ratsherren Coast Guard Westküsten IPA. Ach, das kenne ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Aber die machen ja immer lustige Sachen da. So. Da blinkt irgendwas. Hast du da was reingesteckt? Stopft da was fest? Da steckt was fest. Mit Absicht. Wir brauchen nicht so viele Themen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Mach mal weiter. Wir haben doch noch. Ja. Irgendwie müssen wir hier doch durch. Es blinkt. Nee. Das war der, den ich losschicken wollte. Da ist nichts drin. Das. Meine Hände sind ab. Es schnappt nach dir. Es beißt. So, darf ich jetzt reinwerfen, Seitenstraße? Bitte pfeift auf F-Moll, wenn ich jetzt hier rein. So. Was? Es ist eigentlich genau dasselbe, nur mit einer Frau. In wessen Rolle? Alter, halt die Klappe. Ich habe hier. Bond kann man ruhig spoilern, weil das sowieso nie spannend ist. Ja, ne? Bond ist irgendwie. Steht rum. Ich habe jetzt gerade erst die Daniel Craig-Filme geguckt, bis auf Spectre, weil ich irgendwie dachte. Oh mein Gott. Schön. Coast Guard. Ordentlich gehopft. Gehopft. Ist ja gehopft wie gesprungen. This is the German Coast Guard. What are you thinking about? Das ist sehr schön. So, jetzt hatten wir das und ich muss mal die Zettel, die ich nicht mehr brauche, da wegschmeißen. Bond. Nee, ja, weiß nicht. Ich kümmere mich hier um die. Bond brauche ich nicht. Natürlich nicht, aber. Das doch, Thema des Abends. Nee, Bond braucht dich nicht, aber du brauchst Bond, wollte ich jetzt eigentlich sagen, weil von wegen der Geheimagent, der die Welt rettet und denk so. Denk nicht drüber nach, was du für Bond tun kannst, sondern was Bond für mich. Stell dir mal vor, wie die Welt aussähe, wenn wir nicht solche Geheimagenten wie James Bond hätten. Da ist noch mehr drin. So. Wieso reißt du jetzt alle Biere auf? Ich reiß nicht alle Biere auf, ich reiß nur einen Teil der Biere auf. Da ist noch mehr drin. Bonbon! Ricola. Nee, das ist ein Thema. Das ist ein Thema, Ricola. Das Thema lautet Gartenkräuter. Ja, das ist jetzt deine Chance. Wir haben einen Garten. Eben drum. Wir haben Kräuter. Ich weiß gar nicht, ist Pfefferminz eigentlich ein Kraut? Ja, ne? Ist ein Unkraut. Pfefferminz wächst wie blöd. Das habe ich bei uns direkt Mojito. An der Terrasse habe ich das ins Blumenbeet gesetzt und jetzt ist das ganze Blumenbeet durchwuchert mit Pfefferminze. Und was Sommer hätte da eigentlich wachsen sollen? Blumen. Geranien. Ja, Blumen und Narzissen. Ja, Narzisse. Mag ich gern. Sachen im Garten anbauen. Wir haben auch so komische Stelldinger, wo man so kleine Töpfchen reintut und dann wächst da, was haben wir denn? Salbei haben wir. Sitz. Thymian, weiß ich gar nicht. Aber da wächst immer irgendwas. Und jetzt habe ich zwar kein Gartenkraut, aber Gartenpflanzen. Samen gekauft bei Amazon für Chilis. Ne. Ein Kumpel von mir hat angefangen mit Chili-Anbau. Und der geht auch so zu Chili-Nerd-Treffen, wo man so Samen austauscht. Sich gegenseitig, komisch. Und, gegenseitig irgendwas in die Augen reibt. So, hier, das ist ein 17er, guck mal. Ist doch kein 17er, merke ich doch. Das ist höchstens 12er. 170.000 Scoville in der Auge. und da wollte ich jetzt mal anfangen mit Chilis züchten. Ja. Ich kann da überhaupt nicht mitreden, weil sobald ich auch nur irgendwie so einen blöden Kraut, also was weiß ich, irgendwie so, irgendwas, also was man halt so hat, so Petersilie oder so, sowas, oder Schnittlauch. Vielleicht ist das Thema auch eigentlich der Deutsche allgemein im Garten, der Gartencrowd. Nein. Nicht? Nee, weil das wären ja die Gartencrowds und nicht die Kräuter. Kräuter, Garten, ich weiß nicht. Kräuter können die doch gar nicht aussprechen. Wahrscheinlich können sie Kräuter besser aussprechen als Kraut. Na jedenfalls, wenn ich das dann bei mir auf den Balkon stelle, geht's ein. Ja. Immer. Ich habe also das Gegenteil von einem grünen Daumen. Das brauche ich gar nicht. Probier mal Pfefferminze. Das wächst überall. Wächst wie blöd. Auf Beton, glaube ich. Echt? Ja. Nee. Kann man damit Beton sprengen vielleicht? Das wäre irgendwie ganz cool. Ein Freund von mir, der hat, erinnere ich mich dran, wo du sagst, du hättest jetzt irgendwie bei dir Gartenkräuter angepflanzt und Samen bestellt. Der hat irgendwann mal sich gedacht, also hat er einen sehr großen Garten. Oh, jetzt geht's rund. Double Feature. Und hatte sich gedacht, ach Mensch, das gibt doch so viel Zeug. Was wächst und wenn du das dann hinterher zu einem Teak brauchst, dann dreht das wie Hulle. Das ist wieder der mit den Aufklebern hier. Das ist einfach nur wieder der. Nee, zurück da ist bestimmt was Neues drin. Nee. Und dann hat er angefangen, so Engelstrompete und. Was sieht jetzt hier stehen? Ist noch was drin? Noch was drin. Ah. Oh, was Schweres. Dann musst du jetzt erstmal die leeren wieder zurücktun, sonst haben die ja keine Kapseln mehr.
Und der hat dann halt da so Engelstrompete und so Zeugs angebaut, also alles mögliche, wo so Stechapfel... Saugen, und bitte, saugen. Seidenstraße, bitte absaugen. Bitte saugen. Bitte saugen, bitte saugen. Und er hat dann so Engels, also diese ganzen psychedelischen Pflanzen in seinem Garten angebaut und dann immer alles mögliche gemacht, was so in den Büchern steht, um auszuprobieren, ob das stimmt, was in den Büchern steht. Das war streckenweise ziemlich unangenehm anzusehen, wie der dann so auf Göttersalbei so Out-of-Body-Experiences hatte und sowas. Aber mehr habe ich zu Gartenkräutern auch nicht zu melden. Soll ich das mal vorlesen? Ja, lies mal vor, das ist, glaube ich, eher was für dich. What once has been heard can never be unheard. Ja. Die Chöre im Intro singen Holger, 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 Holger. Dankeschön. Hier, Red IPA, auch schön. Ein Fußballthema ist reingekommen. Pep. Oh ja, was? Pep. Nee, das ist kein Fußballthema, das ist Lakritzlikör mit Pfeffer. Nee, Pep Guardiola hat nicht verlängert bei FC Bayern München. Ah, mh. Aha, mh. Ich weiß aber nicht, wohin geht. Ich glaube, irgendwie Manchester oder so. Man weiß es nicht. Ja. Und Ancelotti ist gar kein Fußballspieler. Chicken Ancelotti. Chicken Ancelotti ist ein Trainer. Chicken Guardiola. Ja, genau. Chicken geht auch. Chicken Guardiola ist aber kein Italiener. Du kannst jetzt auf mich einreden. Das ist jetzt deine Chance, auf mich einzureden. Weil ich habe überhaupt nichts. Nee, das Thema ist nicht Pep. Das ist nur der Schnaps, den du jetzt trinken darfst. Nein. Gern. Das hatte ich vorgestern. Das Thema ist Chemtrails. Ah, Chemtrails. Warum schicken die uns eigentlich kleine Zettelchen mit Aufklebern drauf? Weil die Herrschaften der Seidenstraße, die buffern Themen. Also wer schlau war, ist einfach zur Seidenstraße gegangen und gesagt, hier, schickt das mal rechtzeitig dahin. Aber warum nicht handschriftlich? Also wer macht sich die Mühe und druckt ein Thema auf einen Aufkleber, klebt es auf einen Zettel und schickt den? Ja, keine Ahnung, ob es hier Leute gibt, die Sachen auf Zettel drucken und aufkleben würden. Keine Ahnung. Warum? Aber haben die keine Stifte? Nee. Haben mehr Drucker als Stifte. Ja, auf das dem Kongress ist mir aber keine Stifte. Ich musste eben auch fragen, also, hat da irgendwer mal ein Blatt Papier und einen Stift für mich? Weil du hast ja hier immer ein Blatt so papierloses Büro. Und so. Chemtrails. Ja. Ich mache gerne Fotos von Chemtrails. Was ist das? Da winkt jemand. Da winkt jemand. Was ist das? Ein Drucker. Ein Labeldrucker. So, du schickst uns die ganzen Themen. Ein Labeldrucker hätte ich auch noch gerne. Das Sendezentrum schickt uns die Themen. Echt? Das Sendezentrum schickt uns die Themen per Seidenstraße? Naja. Warum nicht? Das hättet ihr uns auch hinterher sagen können, dass wir eigentlich total unbeliebt und so. Oh, scheiße, ey. Oh, hier, scheiße. Rot. Ja, gib mal. Red IPA. Kann ich gut gebrauchen. Finde ich ein bisschen angenehmer als das Ratsherren, weil das Siren Craft Beer. Etwas weniger bitter ist. Bräu. Chemtrails. Was gibt es denn über Chemtrails zu reden? Ich mache gerne Fotos von Chemtrails. Das Schlimme bei so einem Zeug wie Chemtrails, finde ich ja, das gibt's halt nicht. Ne? Und in dem Moment, wo du mit diesem Bekloppten anfängst, habe ich ein Foto gemacht von einem Straßenschild. Das brauchte ich für einen Blogartikel. Und der Himmel war blau und es flogen halt zwei so Flugzeuge über Kreuz und haben irgendwie Kondensstreifen sich hergezogen. Kam so eine Frau, so Mitte, Ende 50, kam so zu mir, so ein bisschen so verschwörerisch. So, hast du in der letzten Sendung gerade erzählt? Hast du schon erzählt? Was haben Sie denn da fotografiert? Als ich gerade erzählt habe, dass ich genau so ein Kreuz fotografiert habe mit Jupiter drin. Habt ihr manchmal Déjà-vus? Ja. Also sie haben die alte Sendung wieder runtergeladen. Das müssen wir auch irgendwann mal machen. Einfach mal unsere Sendung komplett transkribieren lassen und exakt nachreden. Evita, kannst du mal Sendung 200, weiß ich nicht was, transkribieren und dann lesen wir das vor. Aber ich mache deinen Part und du meinen. Mal gucken, ob es einer merkt. Ich glaube, sogar hässlich kann ich gar nicht reden. Dann merkt es halt jeder. Ja, stimmt. Das Schlimme an Chemtrails ist ja so, wie bei diesen ganzen Themen, die... Also das ist ja eigentlich nichts, worüber man diskutiert. Das ist halt so unendlich dummes Zeug, dass in dem Moment, wo du auf Leute, die dich ernsthaft darauf ansprechen, in dem Moment, wo du auf die eingehst nur und sagst, das ist Sport ja hier übrigens. Quatsch, das sind Kondensstreifen. Du kannst in dem Moment, Dankeschön, das ist nett, danke. In dem Moment adelst du dieses Thema ja schon als diskursfähig und das finde ich immer so ein bisschen tragisch dabei. Darum rede ich so ungern mit Menschen, die sowas... Was? Arbeitscast? Weil ich immer aufstehen muss. Ja, es tut mir leid. Du hast mich auf die Arbeitsseite gesetzt. Ja, Arbeit ist das halbe Leben. Ja. Ja, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Du als Christ müsstest das doch wissen. Habe ich letztens gerade was drüber gehört, wo der Spruch eigentlich herkommt. Der ist gar nicht so gemeint, wie er benutzt wird. Nee, ne? Richtig. Da geht es um das eigene Feld bestellen. Richtig, ja. Wer nicht arbeitet auf seinem Feld, der kann da auch nichts ernten, genau. Weil halt nichts wächst. Aber die protestantische Arbeitsethik oder der Ethos, das ist dann hat das Ganze
Trolli-Hotdog. Ich esse das jetzt. So, auf diesem Zettel, der gerade gekommen ist, per Blinken-Post. Ey, wie viel Plastik um so ein Ding drum ist. Guck das bitte mal an. Ach, du bist betrollt. Ich habe ja letztens gesagt, in deiner Sendung übrigens, dass ich zu nett bin, um betrollt zu werden. Habe ich ein paar Tage später eine Postkarte bekommen mit einem Troll drauf. Da ist eine Plastiktüte drum. Dann ist da drin so, so eine kleine Plastikwanne. Und das, um irgendwie so ein Gummibärchen zu distribuieren. Hier ist noch was drin. Freifunk-Aufkleber. Kennt ihr Freifunk? Kennst du Freifunk? Ja. Irgendwas mit kostenlos. Freies WLAN, freies Wi-Fi, Freifunk Stuttgart.de. Oh. Fahre ich extra nach Stuttgart, nur um freies Wi-Fi zu kriegen? Ich glaube nicht. So, saugen bitte, saugen. Noch ein Saugen. Ich habe hier drei leere Hülsen. So. Ist hier ein Zahnarzt anwesend? Ich habe mir gerade ein Inlay rausgerissen mit diesem... Ist ja schlecht. Ist ein Zahnarzt anwesend? Das ist aber unangenehm. Vielleicht, ich habe noch Lakritz, kannst du wieder festkleben. Ja, ein bisschen Sekundenkleber würde da vielleicht helfen. Fudge. Soll ich mal versuchen, mir jetzt live auf der Bühne dieses Inlay wieder in den Backenzahn zu bauen? Nee, lass mal. Legst du einfach, oder kippst in dein Bier, dann ist es... in den Lakritz-Schnaps. Dann ist es desinfiziert auch gleich. Ja, war verkehrt rum. Merkst du beim Zubeißen. So. Oh, es blutet. Gartenkräuter hatten wir. Chemtrails ist echt. Ich hatte tatsächlich letztens noch einen Bekannten, der sogar auf Facebook dann irgendwie ein Video zu Chemtrailern geteilt hat und meinte so: Jetzt hört es aber echt auf, und er hat es nicht geschnallt. So, und das war sehr bedrückend, dass es immer noch Leute gibt, die auf solche Hoaxes reinfallen. Mein Zahntechniker war aber gut. Also, der hat das so gut angepasst, das kann man irgendwie da reinlegen. Reusable. So, nächstes Thema. Findet ihr das so? Das finde ich ekelhaft, ne? Bisschen. Was soll ich denn machen? Mir ist mein Inlay rausgeflogen. Ist festgehängt. Ja, hier irgendwie eine Zahnklinik? Du bist halt alt. So, wo ich mal. Die war zu lang, die Hülse. Mit denen fange ich. Nee, fange ich drin. Zu spät entschieden, eine Sendung zu fangen. So, Ach, verdammt. Jetzt habe ich hier schon wieder zwei Sachen bekommen. Also, nächstes Thema ist: Nein, wir haben keine Stifte. Siehst du? Wir auch nicht. Hier. In meiner Jacke habe ich Stifte. Ja, das ist schön. Vielleicht sollten wir dem Sendezentrum mal Stifte spendieren. Dann sehen uns auch andere Botschaften. So ein bisschen Patex wäre vielleicht ganz praktisch auch. Patex? Das Ding festzumachen. Entschuldigung, ich war mit Kraftkleber. Tolle Museen steht eigentlich drauf. Tolle Museen. Achso, als Thema. Ja. Tolle Museen. Kennst du welche? Oh, was gibt's denn für tolle Museen? Ich kenne viele. Ich finde in Berlin das Jüdische Museum sehr geil. Oh, da war ich noch nicht. Das ist also sowohl architektonisch sehr klasse, als auch, du kriegst halt über jüdisches Leben mal endlich mal was mehr mit als Drittes Reich. Mhm. Weil es ja irgendwie, hat man ja so das Gefühl, dass jüdisches Leben in Deutschland irgendwie Holocaust. 1923 angefangen hat. Mhm. Dann haben die Nazis alle rausgeschmissen oder tot gemacht. 45 war das vorbei. 45 war es im Grunde vorbei, und jetzt hast du halt nur noch so vereinzelt irgendwo mal so ein paar jüdische Gemeinden, ein paar Synagogen oder sowas, die aber überhaupt nicht mehr... Das ist ja überhaupt nicht mehr so relevant wie früher. Und da siehst du dann halt auch mal, dass es im Grunde quer durch die deutsche Geschichte oder die Geschichte der deutschen Länder immer auch ein jüdisches Leben gab. Und zwar sehr, sehr viele. Also unsere Vorfahren haben es halt nicht umsonst geschafft, 6 Millionen von denen umzubringen. Es waren halt viele. Das ist natürlich auch prägend. Das finde ich schon ganz interessant. Und da lernst du halt echt dann doch einiges über das jüdische Leben. Das mag ich. Cool. Und ich mag ist das Victoria and Albert Museum in London, das Museum für angewandte Kunst. Ich finde sowieso Museen für angewandte Kunst immer sehr geil. Mhm. Also wo dann halt wirklich so schön designte oder gut designte Alltagsgegenstände rumstehen und sowas. Das mag ich. Kann, in Berlin kann ich das Ägyptische Museum empfehlen. Mhm. Da stand ich vor dieser Dingsbums Nofretete und war total geflasht. Die haben sie jetzt befreit, ne? Das ist insgesamt ein tolles Museum. Und dann gibt es aber diesen einen Raum, wo nur die Nofretete drin steht. Und das stand ich davor. Ich war richtig geflasht. Das war richtig gut. So, allein dafür lohnt es sich, nach Berlin zu fahren. Nofretete haben sie befreit. Ja. Und zwar sind ein paar, ich weiß gar nicht was, ein paar Nerds wahrscheinlich, mit Laserscanner in dieses Museum, haben den Nofretete-Kopf abgescannt und haben die Daten frei ins Internet gejagt. Ach, cool. Und haben gesagt, so, hier könnt ihr alle mit Nofretete experimentieren. Hier gibt es auch lauter 3D-Drucker. Schafft es jemand innerhalb von 10 Minuten? Gibt's wahrscheinlich schon, ne? Ja, gibt's schon, siehst du? Nofretete zu drucken, das wäre cool. Aber das finde ich ziemlich geil, sowas zu machen. Also einfach so ein Museum rein und die Exponate dann irgendwie befreien. Ja. Weil das ist ja, ich finde das ja auch so nervig. Du darfst ja in Deutschland, ist es ja sehr oft, dass du im Museum nicht fotografieren darfst. Hm. Das wird dann irgendwie begründet mit, ja, wenn das so blitzt, dann werden die Kunstsinnigen werden dann gestört, oder der Firnis auf den Bildern bröselt dann zusammen. Oder so.
Aber ich finde, die könnten doch einfach hingehen und sagen, ja komm hier, fotografieren ja ohne Blitz. Ja. Macht doch, was ihr wollt ohne Blitz. Ohne aber Blitz wollen sie nicht, sonst können sie hinterher ihre scheiß Postkarten nicht mehr verkaufen. Ja, natürlich, Podcast-Karten. Podcasten. Ja, dann in Basel gibt es ein sehr geiles Museum. Ich war noch nie in Basel. Hat einen französischen Namen. Vergesse ich immer, wie heißt Musée das? Musée de Basel. Was? Zahnkleber heißt das? Jemand hat Zahnkleber. Du hast ja, lauf Zahnkleber hin. Da? Ja. Was mache ich denn damit? Zwei Komponentenkleber und selber reinkleben. Ja, schmeiß mal her. Bravo, danke schön. Ein Zwei-Komponentenkleber zum selber reinkleben. Wenn ich das mache, bringt mein Zahnarzt mich um und die Kopfschmerzen mich wahrscheinlich erst recht. Wahrscheinlich. Temporary Cement Accelerator, ich werde wahnsinnig. So, jetzt müsste eigentlich meine Frau oder meine Tochter mir helfen. Wie heißt dieses Museum in Basel? Wie heißt das Museum? Ich hab das vergessen. Wie heißt das Museum in Basel? Basel. Musée d'Arcel. Nee. Nicht. Weiß das niemand hier? Nee, hier kommt ja niemand aus Basel. Es gibt da das ist ein Künstler, was ist es denn für ein Museum? Der macht so Statuen aus Schrott und Gerippen, also Skeletten. Menschliche Tierskeletten. Was, wie? Jemand hat's gerufen. Jemand hat irgendwas ganz anderes. Egal. Erzähl doch mal, was es da Eugène gibt. Eugène ist der von den drei Fragen. Nee, irgendwie so. Und da gibt's sehr coole so Statuen und dann so Gebilde. Und immer in sicherer Entfernung so ein Kabel mit einem roten Knopf und da kann man dann drauf treten oder drauf drücken und dann bewegt sich das noch irgendwie. Dann gibt es noch irgendwie so Flügel, die sich bewegen. Oder ein riesen Regal mit lauter Musikinstrumenten, die dann anfangen, spooky Musik zu machen. Also sehr, sehr geil. Das ist doch keine Kunst. Groß Spaß gemacht. Nee, das ist wirklich gut. Das ist sowas, was mich überhaupt nicht flashen würde. Darum sage ich, das ist ja keine Kunst. Weil ich finde das immer so faszinierend, dass es so Sachen gibt. Das hat einfach keinen Sinn dafür. Ja, wieso? Ich habe dafür hab ich Sinn für andere Ahnung Dinge. Davon. Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Die Frage ist das denn eigentlich immer Geschmackssache? Oder gibt es einen absoluten Begriff von Kunst? Es gibt im Südwesten von Stockholm einen absoluten Kunstbegriff. Gibt es ein, das ist nicht wirklich ein Museum, sondern mehr so eine Ausstellung, Tom Titz heißt das. Jetzt guckst du mich da so an. Also das heißt so. Und das ist ein die Schweden wieder, ne? Wissenschafts- Ausprobiermuseum, so ähnlich wie es hieß, dass es im Deutschen Museum in München sei, aber da ist es bei weitem nicht so toll, ja. Wie im Tom Titz in der Nähe von Stockholm. Das heißt, du hast die ganze Zeit so aufgeregte Kinder, die allen. Ja, du kannst alles ausprobieren. Du kannst irgendwie hier was basteln, dann kannst du da was mit Licht machen und so. Und das ist doch total kacke, wenn da alle überall Kinder sind, da kommt man ja selber nicht dazu, mit dem Kram rumzuspielen. Doch, da gibt es genug Kram. So, wir haben jetzt noch 3 Themen und 7 Minuten. Ich glaube, ihr könnt aufhören. Ach, das sind 3 Themen. Darf 3 ich auch mal wieder eins aufmachen? Ja, bitte. Danke. Hilf doch endlich mal mit hier. Ich bemühe mich ja. So, jetzt habe ich Tipps für. Hier ist aber nichts drin. Schon wieder so ein. Hier ist doch gar nichts drin. Wieso haben wir denn 3 Themen? Du hast einfach nur vergessen, die Kapseln zurückzurücksen. Dann mach noch eine auf. Du darfst noch eine. Danke. Darf ich eine Kapsel? Papa, darf ich eine Kapsel? Ja, dann gibst du Ruhe. Ja, nee, nur bis die Kapsel alle ist. Bis die Kapsel wirkt. Schleifquantentheorie. Da macht jemand Fotos. Ich hätte gerne hinterher Fotos. Danke. Schleifquantentheorie. Ich hole schon mal das nächste Thema raus. Schleifquantentheorie. Ja. Bitte was? Schleifquantentheorie. Fleischquanten. Ein Fleischquanten. Hör mal, nimm mal deine Fleischquanten vom Tisch. Das stinke mal auch. Ich weiß überhaupt nicht, was Schleifquanten sind. Ich auch nicht. Also Quantentheorie ist ja trivial, aber Schleifquantentheorie? Da habe ich es ein bisschen schleifen lassen im Studium, weiß ich nicht. Weiß ich, gibt es das überhaupt? Billig? Schleifenquanten, tatsächlich. Schleifenquantentheorie. Schleifendquanten? Schleifendquanten. Nee, aber die Schleifenquantentheorie. Die Schleifendquantungstheorie. Genau. Was sind Schleifenquanten? Keine Ahnung. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß nicht mehr, was Quanten sind. Ich habe gestern meinen ehemaligen Biologielehrer wieder getroffen. Ja. Herr Quante. Vielleicht hat das was mit ihm zu tun. Hat er es immer schleifen lassen? Nee, der ist sehr aktiver Naturschützer, auch jetzt noch im Ruhestand. Ich glaube, er ist im Ruhestand. Ja, aber wie war er so als Lehrer? Ist er alt genug. Er war mein Biologielehrer, aber auch Chemielehrer und hat auch Chemielehrbücher geschrieben. Mhm. Das heißt, unser Biologieunterricht war noch chemielastiger als Biologie sowieso ist. Ja, denn Zitronensäurezyklus und so, das ist halt einfach alles. Und das, Chemie. Wo wir ja genau wissen, dass eigentlich alles Physik ist. Ja. Oder eben Philosophie. Ja. Ich habe also Schleifenquanten kann ich nicht, das ist, da habe ich noch nie von gehört.
Aber wir hätten hier noch die anaerobische alkoholische Gärung. Ja? Die alkoholische Gärung. Oder die Gärung des Alkohols. Anaerob Alkohol heißt ohne Sauerstoff. Erzeugt Alkohol durch Gärung. Die Gärung des Alkohols, die Gärung, die alkoholische Gärung. Prost. Heinz Rühmann. Ja. So gut gemacht. Anaerob, was war nochmal? Damit kennst du dich aus. Das ist was mit Sport, hat das was zu tun. Aerob ist mit Sauerstoff und anaerob ist ohne Sauerstoff. Wie gärt Alkohol denn ohne Sauerstoff? Besonders lecker. Nee, geht das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Braucht das nicht Sauerstoff zum Gären? Schleifenquantentheorie. Ist das nicht ein oxidativer Prozess? Siehst, jetzt haben wir keine Fragen. Doch, da liegt ja noch eine. Da liegt noch eine. Extra Dreh. Ist nicht mehr lang. Ist gleich vorbei. Gleich gibt's Logbuch Netzpolitik, das, worauf ihr eigentlich wartet. Ja, gleich gibt's das Wetter. Oh. Ich habe das Wetter hier. Echt? Keine Sorge. Dann müsstest du mir Ich bin vorbereitet. Ich habe die Jingles. Die Jingles. Oha. Vorhersagentreffen für 2016. Mit Auswertung auf dem 33C3. Das heißt, wir dürfen wiederkommen nächstes Jahr, 33C3, seid ihr dabei? Yay! Rampensau. Ich finde ja, dass wenn wir wiederkommen nächstes Jahr, dann sollte Tobi aber immerhin ein Musikinstrument mitbringen und hier ein paar Lieder von Horst Blank zum Besten geben. Soll ich? Da muss ich aber auch die anderen Musiker mitbringen. Ja, solange die Eintritt zahlen. Alleine kann ich nicht. Ja. Also, ja, Claudia. Also, was war das? Vorhersagen für 2016. Da müssten wir jetzt Kategorien haben, ne? So Politik, Gesellschaft. Gartenkräuter. Ja. 2016, was ist denn 2016? Gartenkräuter und Lichtschwerter. Was passiert denn 2016? Gibt es da irgendwas, was sich vorherzusagen lohnt? Es wird eine Fußball-Europameisterschaft geben. Ja, okay, wer wird Europameister? Holland schon mal nicht. Holland sowieso nicht. Tim auch nicht, der ist Weltmeister. Was könnte man denn vorhersagen? Nächstes Jahr ist EM. Ja. Polen, Ukraine und was noch? Wen haben wir noch in der Gruppe? Ich sag, Irland wird Europameister. Okay, Irland wird Europameister. Donald Trump wird US-Präsident. Sind überhaupt nächstes Jahr die Wahlen in den USA? Ja, Donald Trump wird US-Präsident. Nee, das glaube ich nicht. Google Wave wird die Zukunft der Kommunikation und Kollaboration. was wird noch Google passieren? Google Wave, das könnte man wieder einschalten. Das war cool. Ich fürchte ja, und das ist eigentlich das Schlimmste, ich fürchte, es wird überhaupt nichts passieren. Ich fürchte, wir werden als Gesellschaft immer noch genau da stehen, wo wir jetzt auch stehen. Und werden uns die Köpfe einschlagen, mit dem einzigen Unterschied, dass wir noch mehr Menschen in Lager stecken, die es eigentlich verdient hätten, dass wir ordentlich mit ihnen umgehen. Also, hast du das Gefühl, dass irgendwo ein Impuls vorhanden ist, wenn du so auf die Gesellschaft, also politisch jetzt guckst? Ja, es gab einen Impuls. Und zwar Mitte des Jahres, 2015, als die Flüchtlinge schon in großen Zahlen nach Europa kamen. Ja, die waren ja geflüchtet. Jetzt war ich kurz weg. Die Flüchtlingsproblematik ist ja nicht erst entstanden, als die alle nach Deutschland kamen, sondern... die waren ja alle vorher schon geflohen und waren dann halt in Jordanien und im Libanon und in der Türkei und so und kamen dann aber halt nicht weiter. Und das kam dann erst später. Und das heißt, da haben wir einfach verpennt, rechtzeitig irgendwie drauf zu reagieren. Und das wird, ich glaube, das war aus der großen Angst davor, was da wohl auf uns zukommen mag. Und ich glaube, die Angst wird noch größer. Das ist eine sehr düstere Vorhersage, aber ich glaube, ja, das Angst stimmt. Davor, was noch, die Angst vor Veränderung, vor dem, was noch kommen mag, die wird leider größer. Aber wie wird die sich manifestieren, diese Angst? Also in Wählern, die populistische Parteien wählen, so wie die CSU oder AfD oder halt irgendwelche anderen Rattenfänger. Also noch größere Demonstrationen, noch schlimmere Ausschreitungen. Werden wir den ersten Toten erleben? Wird 2016 das Jahr, in dem nicht mehr nur Gebäude brennen? Oder sind wir zivilisiert genug, traue ich mich das einzuheben? Ich hoffe natürlich nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Jetzt sind wir dann auch langsam am Ende. Das war jetzt echt ein tolles Schlusswort. Ja, es ist total super. Wir haben ja auch mit schlechter Laune angefangen. Hast du noch eine gute Vorhersage für 2016? Habe ich noch eine gute Vorhersage? Eigentlich nicht. Also es wird einen Sommer geben.
Den haben wir doch jetzt. Stimmt. Gefühlt. Siehst du, nicht mal dazu bin ich gut. Könnten wir, lass uns das Wetter machen. Vielleicht wird das ja gut. Ja, weil gleich gibt es Logbuch Netzpolitik. Vielleicht wissen die ja, was es nächstes Jahr Gutes gibt. Können wir eigentlich den überlassen, ne? Oh, ich werde mehr podcasten nächstes Jahr. Das ist gut. Was jetzt ungefähr das Ergebnis des Gesprächs ist über meine Midlife-Crisis, das wir glücklicherweise nicht geführt haben, weil das hätte euch echt keinen Spaß gemacht. Kommen wir zum Wetter. In der kommenden Nacht in der Mitte und im Süden wieder neblig, dabei vereinzelt etwas Sprühregen möglich, sonst überwiegend klar. In der Osthälfte sowie im Süden leichter Frost zwischen 0 und minus 5 Grad, ansonsten Tiefstwerte zwischen plus 6 und 0 Grad. Morgen am... Boah, was ist denn heute? Dienstag? 29.12. Morgen ist am 30. Morgen am Mittwoch, dem 30.12.2015, an den Alpen im Nordosten, Nordosten und Osten meist sonnig, sonst neblig, trüb und bedeckt. Werte 3 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag in der Westhälfte stark bewölkt und gelegentlich Regen, in der Osthälfte sonnig. Später auch dort Aufzug von Wolken. Minus 1 bis 9 Grad. Das war Dramawetter von Tobias Bayer und wir waren der Realitätsabgleich und danken für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Du musst nach den Leuten für die Themen danken. Und die Themen. Danke und wir danken und für die Themen danken wir auch. Dankeschön. Redet.